Willkommen zum Immo-Turnier und willkommen aus dem Olympiastadion. Heute heißt die Begegnung AC Mailand gegen den AS Rom. Ich bin der Dennis vom Kanal Immo615 und der Kommentator dieser Begegnung. Heute haben wir das rein italienische Duell. Gestern gab es das rein deutsche Duell, wo sich Borussia Dortmund durchgesetzt hat. Das heißt, der Sieger spielt gegen die Borussia aus Dortmund um Platz 5, während der Verlierer gegen Bayer Leverkusen spielen muss. Um Platz 7. Und die Aufstellung vom AC Mailand. Ja, man hat ja verloren gegen den ersten FC Köln im Viertelfinale. Und das nach Elfmeterschießen. Ist natürlich extrem bitter. Aber am Ende ist einfach manchmal auch die Nervosität dran. Beim AS Rom auch alles unverändert gegenüber dem letzten Spiel gegen die Borkas. Da hat es ja eigentlich taktisch gut funktioniert, aber urplötzlich, ja, hatte man dann Pech. Man hatte einfach dann Pech, dass man dann in der Verlängerung verloren hat. Also, schauen wir mal, wie das heute rein italienische Duell laufen wird. Wir haben ja schon einige italienische Duelle gehabt, unter anderem das Spiel zwischen Juve und Atlanta Bergamo, was ja auch zweimal schon im Turnier war, nämlich einmal das Entscheidungsspiel und einmal das Gruppenspiel. Das Entscheidungsspiel hat ja Atlanta Bergamo gewonnen. Und dann schauen wir mal, wie das hier heute in Berlin laufen wird. Also, zwei italienische Teams in Berlin, gestern zwei deutsche Teams in London. So kann das immer ein Turnier sein. Schiedsrichter ist heute Giacoletti. So. Und damit kann es losgehen. Die Partie zwischen dem AC Mailand und dem AS Rom. Die Römer heute in weiß ungewohnt. Liegt aber ein bisschen daran, dass die Italiener heute gegen den AC Mailand spielen. Auch italienisches Team. Ja. Die Römer heute in Weiß spielen, da die Mailänder in Rot-Schwarz spielen. Dementsprechend. Mal schauen, wie das denn heute laufen wird. Also, ja, AC Mailand in Rot-Schwarz gegen den AS Rom in komplett Weiß. Abate. Ja, verliert ihr mal gegen El Sharafi. Kuka und Suso verliert den Ball. Vermahlen gewinnt ihn im Zweikampf. Lorenzi. Lorenzi gegen zwei. Und da kommt er durch. Lorenzi. Die zwei sind wieder da. Und diesmal verliert er den Ball, aber er holt einen Eckball raus. Ecke für den AS Rom. Ecke El Sharafi. Ecke kommt. Und Ecke geklärt. Perez. Kann den Ball nicht behaupten. Einwurf für Rom. Ja, in der italienischen Liga, die kennen sich ja bestens beide. Jahrelang spielen sie beide in der ersten Liga. Spielen auch um Trophäen. Zwar ist Juventus Turin ein anderes Kaliber, aber der AC Mailand hat ja auch schon einige Trophäen in den letzten 10 Jahren gefunden. Jetzt in letzter Zeit ja weniger! Chance hier zum 1:0. Donnarumma kann ihn klären. Die neue italienische Hoffnung, den Kasten, der ja Buffon werben soll, im Tor der Nationalmannschaft. Und Vermahlen weit nach vorne aufgerückt ist, dementsprechend jetzt hinten fehlt. Suso. Suso gegen Checo, kein Handspiel. Bakka. Zweikampf verloren.
Grotmann. De Rossi. Dzeko. Naringolan. Und Kuka kriegt den Ball nicht. Aber dann aufgepasst. Grotmann. Naringolan. Foul, Freistoß. Geht da noch die gelbe Karte nachträglich? Jo. Gelb für Bonaventura. Ja, bei den Mailändern müssen einige aufpassen jetzt. Aber Bonaventura nicht. Erste gelbe Karte im Turnier. Das kann ihm fast schon Schnuppe sein. Florenzi. In die Mitte Richtung Skrotmann. Der wird aber erstmal geklärt. De Rossi. De Rossi will den nächsten Freischuss haben. Den kriegt er aber nicht. Und Freistoß. Ja, Naringolan schüttelt natürlich mit dem Kopf. Warum für Freistoß? Da war doch nichts. Der Schiedsrichter sieht das anders. Koka gegen Skrotmann. Skrotmann gewinnt. Aber anscheinend mit einem Foul. Also der Schiedsrichter ist hier zwischenzeitlich ziemlich kleinlich. Da müssen die beiden Teams mehr aufpassen. Anscheinend will der hier heute ein paar Karten zücken. Weil ihm heute das Niveau zu hart ist. Also Freistoß für Mailand. Freistoß für Bonaventura. Und der wird scharf geköpft, aber der Torwart kriegt den. Grotmann. Und Rossi. Florenzi. Florenzi setzt sich hier gut durch. Und das nächste Foul und der Schiedsrichter pfeift wieder. Ja, aber das ist ja auch okay. Bonaventura war es diesmal wieder. Der muss eigentlich vorsichtig sein. Der hat schon gelb. Sonst fehlt er im Finalspiel. Also entweder gegen Bayer Leverkusen oder gegen Borussia Dortmund. Die Chance hier für den AS Rom. Nicht gut von Naringolan. Ditscht ein paar Mal flummimäßig auf dem Boden auf, aber dass er dadurch die Flugkurve ändert, das ist sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend kein guter Schuss von ihm. Aber der AS Rom deutlich mehr in der Offensive. Will das Spiel hier behaupten? Perez. Niemand in der Mitte. Blocker abgefangen. Kein Problem für die Verteidigung. Suso. Langer Ball Richtung Najeng. Und Naringolan. Dzeko. De Rossi. Skrotmann. Natürlich Beobachtung, schauen, wer steht wo frei und wann kann wer wo frei stehen. Dzeko, rausgespielt Perez. Perez hat natürlich die Chance, hier viele Anspielstationen zu haben. Nutzt dann die hier und nutzt dann den schönen Pfosten der Fette und es ist das 1:0 von
Al-Sharafi. Ja, und dann entschuldigt er sich natürlich bei den Mailändern. Super Ball, super Kopfball, unhaltbar für Donnarumma. Er wartet den natürlich tiefer und das ist dann nicht der Fall. Ja, und dann ärgert er sich natürlich. El-Sharafi trifft 1:0 die Nummer 92 bei AS Rom. Erster Treffer im Turnier. Und da AS Rom führt, weil sie eben mehr in diesem Spiel gemacht haben, weil sie mehr investiert haben. Und am Ende wird sie dafür heute belohnt. Also, da hat sie meiner nicht hinten mit 1:0 durch, ja, Inier, durch El-Sharafi, Stefan El-Sharafi, der schon beim AC Mailand tätig war und deswegen ja sich schon entschuldigt hat beim Tor. Aber Rom führt mit 1:0. Die 52 Minuten gehen los. Wechsel. Dzeko verlässt den Platz. Perotti kommt rein. Naja, Dzeko hat heute nicht viel gebracht. Da hat Florenzi sowie El-Sharafi da beide auf dem Flügel deutlich mehr gemacht. Also, schauen wir mal, ob jetzt nun das Spiel anders gestaltet wird, dass sie vielleicht hier wirklich wieder weiterhin auf 4-4-3-3 spielen oder jetzt eher auf die Zwei-Sturm-Taktik gehen, weil Perotti theoretisch auch hinten spielen kann, also als ZOM, als der klassische Zehner. Dzeko ja eher nicht. Na, Ringolan und Florenzi, Zweikampf verloren. Aber jetzt haben die Römer wieder den Ball. Diesmal bei Bonaventura. Den Ball stibitzt. Suso. Und Kuka. Montelivo. Der heute auch nicht wirklich in der Partie ist. Bei den Mailändern in der Gruppenphase lief das da deutlich besser. Dadurch, dass er Dreh- und Angelpunkt war. Aber irgendwie kann er heute nicht angespielt werden. Und das nutzen natürlich die Römer. Langer Ball. Kommt da El-Sharafi ran? Ja, kommt da ran. Aber der Ball sehr, sehr, sehr weit. Zu weit. Für alle Spieler. Wechsel. Kuka raus, Sosa rein. Und auf der anderen Seite sehen wir Salah, der sich fertig macht für den Torschützen. Für El-Sharafi, der nun Feierabend kriegt. 57 Minuten gespielt, er könnte das goldene Tor erzielt haben. Und nun damit Salah rein. Der wahrscheinlich genau den Pep bringen soll. Also, Einwurf, Mailand. Bonaventura kommt da nicht so ganz wirklich mit dem Ball zurecht. Und was war das denn für eine Möglichkeit von Perotti? Also, das darf nicht passieren. Die Mailänder von sich selber am meisten verwirrt anscheinend. So ein Ball, also so ein Ball, da muss eigentlich der AS Rom hier locker leicht das 2:0 machen. Also sowas darf nicht in einem Spiel passieren, wo es theoretisch um Top-Plätze geht. Da scheint also die Nervosität jetzt richtig sehbar zu sein beim AC Mailand. Susa. In die Mitte gespielt. Ja, keine Probleme für den Torwart. Der springt raus. Und nutzt sich den Ball. Naringolan. Und ja, unkontrollierter Ball nach vorne. Trotzdem Freistoß. Für den AC Mailand. Ja, aber der Schiedsrichter lässt es mit den Karten bleiben. Pfeift die Sachen hier, will aber dafür keine Karten verteilen.
Und damit gibt es Freistoß. 67. Minute. Kann der AC Mailand mit diesem Freistoß ausgleichen. Freistoß Bonaventura. Versucht ihn direkt. Da hat der Torwart keine Probleme. Das hatte er schon schwieriger im Turnier gehabt. Und Salah. Versucht natürlich in Richtung Perotti zu spielen. Versucht den natürlich gut in Szene zu setzen. Aber versucht es zu lange rauszuspielen. Suso. Suso gewinnt den Zweikampf gegen Vermahlen. Suso. Suso in die Mitte gespielt, ja. Und da stehen nur weiße Spieler. Und keine roten. Wechsel. Vermahlen verlässt den Platz. Ja, der Zweikampf oder besser gesagt das Laufduell verloren. Aber sowas von deutlich. Juan Jesus kommt rein. Der wahrscheinlich jetzt wirklich da aufpassen soll, dass da auf dem Flügel nichts passiert. Vermahlen viel gelaufen heute. Sehr viel. Und natürlich die Fans. Beide noch lautstark dabei in dieser Partie. Florenzi. Ja. Flanke in die Mitte. Und keiner steht. Ja, warte. Und Suso. Sosa. Romagnoli. De Rossi. Schön gemacht. Aber mehr war es jetzt auch nicht. Wo ist der AC Mailand hin, den wir in der Gruppenphase gesehen haben, die einfach mit ihren Wechseln gezeigt haben, jo, wir können auch Partien drehen und jo, wir können auch Partien konzentriert durchspielen. Das sehen wir jetzt seit der K.O.-Phase überhaupt nicht mehr. Salah. Und Grotmann. 5 Minuten haben sie noch. Die Mailänder hier, um den Ausgleich zu erzielen. Baka. Baka verliert den Ball. Konterchance. AS Rom. Perotti gegen Sosa. Sosa ist eigentlich nicht der bekannteste Spieler dafür, Zweikämpfe zu gewinnen. Gewinnt den aber. Sosa. Na, viel zu weit vorgelegt. Und jetzt die Möglichkeit für die Römer, hier den Sack zuzumachen. De Rossi. De Rossi rausgespielt. Naringolan. 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 Schade. Und damit wird es das vielleicht gewesen sein, wenn die Römer jetzt eben mal behaupten können. Na, jetzt wird auf Zeit gespielt und das kann sie auch. Das Rom gewinnt das Spiel. Das rein italienische Spiel. Mit 1:0 und spielt damit gegen Borussia Dortmund im Spiel um Platz 5. Am 11. März, während am 10. März der AC Mailand gegen Bayer Leverkusen spielen muss. Um Platz 7. Ich verabschiede mich meinerseits aus Berlin. Wir sehen uns zum nächsten Spiel. Hoffentlich wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao.